Ah, soll ich jetzt Angst haben? Herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Mit mir, dem Ameisenkönig, und unserem super edlen, nein, nicht edlen, edlen sage ich bei Xonias, bei unserem super sexy Sith Inquisitor, verdammt nochmal. Vadunos! Und zwar sind wir jetzt hier auf Corellia und machen für die Planetenquest ein bisschen Drecksarbeit und müssen diese Ich töte die doch schon die ganze Zeit, verdammt nochmal. Auf jeden Fall sind die hier Unterstützer des Aufstandes, auf jeden Fall irgendwie. Und ja, das soll anscheinend ihre Heimat sein, okay. Oh, das Fellknäuel versucht mich einzuschüchtern. Ihnen meine Axtalexion in Kapos Organixeigatzi. Selonianer, okay. Ich glaube, ich lüge mal so ein bisschen. Lügen mag ich gerne. Ihr habt gewonnen. Wir geben auf. Nehmt mein Lichtschwert, es beißt nicht. Geil. Direkt getötet, ey. Zack. Oh, was macht die denn jetzt hier für ein Quatsch? Der Feind greift an. Ja, der Feind greift wirklich an. In der Tat, Xalek. Ich habe mich jetzt gerade hier durch diese Gossen ja durchgeschlagen, durch diese Rohre und so weiter, wo wir schon eigentlich mal waren. Aber leider hat uns die, leider wollte uns die Planetenquest nicht direkt dorthin führen, wo wir auch schon mal für die, direkt für die Klassenquest waren. Genau so meine ich das. Ziemlich scheiße, aber nun ja, jetzt sind wir jetzt hier. Sind wir schon hier. Oh, und haben es fast schon wieder geschafft. Die ist ja mega luschig. Oh, und sie lebt noch. Ich mag es noch, mit meinen Opfern vor dem Tod zu spielen. Corellia ist unter neuer Führung. Beeindruckende Arbeit, mein Sith-Lord. Wie dumm von den Rebellen, einem Sith mit eurer Macht gegenüberzutreten. Ich bin General Hesker, Imperiale Garde. Darth Decimus hat uns zur Unterstützung gesandt. Es ist mir ein Vergnügen, General. Ich hatte Truppenunterstützung erwartet, nicht jemanden eures Rangs. Die Imperiale Garde wird nur an den wichtigsten Missionen beteiligt. Wir haben den Bau flankiert und die Tunnel hinter uns zum Einsturz gebracht. Das Transportnetzwerk der Rebellen ist zerstört. Was die Selonianer angeht, lässt Darth Decimus ihr Schicksal in unserer Hand. Gnade? Nein, ihr verdient den Tod. Keine Gnade. Wir werden auch den letzten Selonianer auf Corellia töten. Und wir fangen mit euch an. Ich werde eure Befehle übermitteln. Kein Selonianer wird verschont werden. Endlich können wir uns auf unseren Kampf gegen die Republik konzentrieren. Corellias einst makelloser Axialpark ist jetzt ein Kriegsgebiet. Die Republik kämpft verzweifelt darum, ihn wieder unter ihre Kontrolle zu bringen. Darth Decimus hofft, dass ihr die Offensive anführt. Wir haben die Tunnel zum Einsturz gebracht, die rausführen. Also müsst ihr eine Raketenbahn zum Axialpark nehmen. Kommt zu meiner Garnison. Wir werden sie zerschmettern. Der gefällt mir, der Typ. Geile Sache. Okidoki, dann werden wir uns Stardive... Verbrennung ist es das? Wartet mal. Nein. Begib dich zum Axialpark und sprich mit General Hesker. Wo ist denn der Axialpark? Ach so, okay, cool. Ah, okay, wir sehen uns im nächsten Gebiet wieder. Bei entweder der Klassenquest oder... Ja, gut, ich zeige euch das, wie wir gleich dahin fliegen. Aber jetzt erstmal werde ich die Nebenmissionen hier machen. Bis gleich. Jetzt sind wir wieder hier. Oh nein, gerade wenn ich jetzt aufnehmen muss, muss ich... wieder niesen, verdammt nochmal. Wow, nicht so schnell hier, heftig. Wow, das Ding hat ja richtig Dampf unterm Hintern.
Wo geht's jetzt hin? Es geht jetzt zum südlichen Axialpark, so wie ich das verstanden habe. Ich glaube, der nördliche ist für die Republik. Schätze ich mal. Oh, das ist ja echt ein riesiges Netzwerk hier aus Bahnen. Dort hinten habe ich auch gerade irgendwie gesehen, oder? Weiß ich nicht. Wow. Ganz langsam hier. Und ich denke mal, sofern es möglich ist, werden wir sofort die Klassenquest weitermachen. Denn das finde ich interessanter. Dort geht es ja jetzt darum, dass wir diese Kommandos finden, die uns helfen, in Darth Thanatons Gemach einzudringen. Oder, ja. Doch einzudringen. Doch, klar. Kann man so sagen. Hey, ich will überfahren. Heftig. Hammerhart, was ist das hier für einer? Elandriel. Guckt euch den mal an. Weg da, schnell. Schnell weg hier. So. Wo ist der nächste Dingensbummenspunkt? Da unten. Und die Klassenquest ist... Ah, ganz da oben ist ja klar. Ein schwerer Schlag. Yeah. Wieso muss alles so weit weg sein? Hammerhart. Okay, dann nehmen wir eben ganz schnell die Planetenquest an. Und... werden dann ganz schnell da oben hin. Gehen dann ganz schnell da oben hin. Denn gleiten. Gleiten natürlich. Fliegen. Wie auch immer. Jo, hier geht's rein. Okay. Sind wir jetzt ganz schnell. Wir sind ja jetzt eigentlich nur bei so ungefähr, ja, 6 Minuten. Es dürfte noch hinhauen. Ah, alles unsere Truppen und überhaupt hier. Schöner roter Teppich. Ah. Deswegen würde es, glaube ich, funktionieren, das jetzt hier noch alles unter einen Hut zu bringen. Oder wenigstens die Klassenquest anzunehmen noch in dieser Folge. Aha, hier kommen auch alle hin. Gruppenphase. Ja. Schön. Und da ist ja doch der... Ah, Heska, ja. Hi. Ihr ehrt mich erneut, mein Sith Lord. Willkommen im Axialpark. Unsere Schlacht bedarf eurer Anwesenheit und eures Lichtschwertes. Das hier war einmal der schönste Park in der ganzen Republik. Natürlich haben unsere Kämpfe die Landschaft nachhaltig verändert. Darth Decimus wird euch über die Details informieren. Beeindruckend, wie ihr die Selonianer ausgemerzt habt. Dieser Kampf wird allerdings die ganze Bandbreite eurer Leidenschaft, Stärke und Kraft erfordern. Die Republik tut alles, um den Axialpark zu halten. Sie wissen, dass die Kontrolle über Corellia auf dem Spiel steht. Der Park wimmelt nur so von Schocktrupps, Kampfdroiden und Sondereinheiten, angeführt von einem sehr gefährlichen Jedi. Wir waren nie zuvor mit einer derart massiven republikanischen Streitmacht konfrontiert. Ist es Xonias? Nein, egal. Wenn, dann werde ich sie alle töten. Ich vernichte alle Feinde des Imperiums. Sie verdienen Strafe. Aber ihr werdet nicht der Einzige sein, der austeilt. Wir bearbeiten die Republik mit Blasterkanonen, Sondereinheiten und Kampfläufern. Raketenbahnen bringen jede Minute Nachschub. Wir werden ihre Armee hier zermalmen, die Republik brechen und den Axialpark einnehmen. Dann sind wir bereit, die Rebellion im Kern zu ersticken. Alles klar, ich werde den Angriff anführen. General Heska, sagt euren Männern, sie sollen meinem Kommando folgen. Wir werden die republikanische Armee zermalmen. Exzellent. Aber ihr werdet nicht nur imperiale Streitkräfte hinter euch haben. Ihr erinnert euch sicher an das korrupte korallianische Ratsmitglied, Darbin Sull. Sind diese Fesseln wirklich notwendig? Darbin ist jetzt euer Gefangener. Er wird euch bei eurem Ausflug in den Axialpark begleiten... und ihr werdet ihn an die Republik ausliefern. Ach so, ein, ja, Pseudo-Gefangener. Haltet mit, oder ihr seid tot. Wenn ihr mich aufhaltet, werde ich euch persönlich erledigen. Keine Sorge, ich war regelmäßig im Axialpark joggen. So verlockend es auch sein mag, tötet ihn nicht. Wir brauchen Darbin, um die Republik zu infiltrieren. Nehmt ihn als euren Gefangenen mit in den Kampf und dann verliert ihn. Darbin sollte sich an den Rest erinnern. Wie an das Gesicht meiner Mutter. Ich schmeichle mir meinen Weg in die Republik. Sobald ihr den Axialpark eingenommen habt, helfe ich euch, sie von innen heraus zu besiegen. Exakt.
Lass Darwin frei. Erobert den Axialpark und ihr werdet den Samen unseres endgültigen Sieges sehen. Gebt alles. Seht euch Darwin an. Das frische Gesicht, die gute Laune. Für einen imperialen Gefangenen ist er nicht angeschlagen genug. Gutes Argument. Haltet still, Darwin. Ich will euch nicht das Augenlicht nehmen. Moment, das ist nicht euer Ernst. Viel besser. Wenn die Republik eure Loyalität in Frage stellt, zeigt ihnen eure Blutergüsse. Ihr liefert diese Ratte ab und ich leite eure Angriffe gegen die republikanische Armee. Viel Glück. Geil. Richtig in die Presse. Berauschend. Ich habe so ein Ding noch nie benutzt. Vielleicht kann ich auf dem Weg zur Republik ja noch üben. Haltet die Klappe und bewegt euch. Wieso höre ich noch immer eine Stimme? Verstanden. Ich bin bereit. Leb wohl. Wenn alles vorbei ist und ich Premierminister bin, werde ich euch nicht vergessen. Das wollen wir doch hoffen. General, Darwin ist bewaffnet und bereit. Endlich! Kommen wir jetzt zur Schlacht. Unsere Kanonen werden angegriffen. Schlagt die Streitkräfte der Republik zurück. Wenn die Waffen gesichert sind, habe ich weitere Informationen und Befehle für euch. Alles klar, klingt nicht schlecht. So, was haben wir hier so Schönes? Alles irgendwie scheiße. Ich glaube, ich nehme mal was, was irgendwie viel Ausdauer hat für Xalek. Aber ja, ich denke, jetzt können wir uns auch aufmachen zur Klassenquest. Interessant, dass wir uns jetzt hier so mit dem Darwin auseinandergesetzt haben, beziehungsweise so einen geilen Trick benutzen. Also einen Pseudo-Gefangenen. Pseudo-Gefangene sind echt der beste Trick. Vor allem mit einem blauen Auge. Denen glaubt man auch alles. Ja, jetzt wollen wir aber mal... Warte, ich kann das Mikrofon ein bisschen anders hintun. So, alles klar. Jetzt können wir mal hier oben hin. Aber wir müssen eh dahin. Alles klar. Die republikanischen Infiltratoren, das mache ich mal nach der Folge oder halt irgendwie zwischendurch. Aber jetzt widmen wir uns erst einmal denen, die jetzt hier oben drin sind. Und zwar dem Major Elon heißt der. Der Park sieht echt schön aus. Oder sah mal schön aus. Oh, Natur. Hier in umgeben von diesem metallenen Haufen. Überall Metall. Ach, da sind ja welche auch, du Heilige. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Nein, 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 nein. Ich bin zu schnell. Ich bin... Ah, doch, zu langsam. Verdammt nochmal, schnell weg. Oh, warte mal, wie komme ich jetzt hier hoch? Nein, nach da hinten kann ich hoch. Okay, gut. Oh, ich dachte schon, ich wäre total falsch. Oh, auf was in den Albtraum landen? Da sind manchmal solche Stahlhänge. Da muss man so viele Umwege gehen. Also ich dachte, ich wäre gerade auch hier. An so einer Stelle. Dass ich hier komplett falsch wäre und einfach... Obwohl es 5 Meter weit entfernt ist, da wo ich hin muss, einfach noch einen Kilometer drum rumlaufen muss. Um irgendeinen Hügel oder so. Ah, Artilleriekanone, achso. Die ballern hier so schön rum. Aber wer ist denn jetzt hier genau Major Illum, der mir jetzt helfen soll? Ach, hier sind ja Verbündete. Ach so, hallo. So, wo geht's lang? Ich glaube hier runter. Schön. Mal nicht kämpfen zu müssen. Wir haben hier anscheinend noch so einen Außenposten. So. Hier sind wir richtig. So. Da sitzt irgendeiner in der Ecke. Hallo. Mein Sith Lord. Unglaublich. Ich habe nicht damit gerechnet, euch wiederzusehen. Ihr erinnert euch wohl nicht an mich. Ehrlich gesagt, kommt der mir bekannt vor, jetzt wo er grünöriges, wie sagt man? Er sieht halt grün hinter den Ohren aus. Aber nichtsdestotrotz, irgendwie schon, stimmt. Leider nein, ich bin mal ehrlich. Ihr habt recht. Major Elon, das heißt, damals war ich ja noch Captain Elon. Ich habe unter Major Bessecker gedient. Er bekam, was er verdiente, falls ihr euch erinnert. Nachdem Balmora gesichert worden war, wurde ich in den Zulust-Sektor versetzt. Als der Krieg ausbrach, schickten sie mich hierher. Was kann ich für euch tun? Wir haben nicht viel, aber was wir haben, steht euch zur Verfügung. Ja, genau. Der Typ, der war cool. Ja, genau.
Ah, Major. Schön, euch wiederzusehen. ich bin mit Thanaton im Krieg. Ich brauche Hilfe, um Thanatons Basis zu erobern. Das ist leichter gesagt als getan. Sie setzen uns schwer zu, aber wir erwarten Verstärkung. Wenn sie eintrifft, sollte ich einen Trupp für euch zusammenstellen können. Major Ilun, Soldaten der Republik nähern sich. Ah, na toll. Jetzt gerade, wo ich mit Ilun rede, kommen die alle angerannt. Also erstmal den betäuben. Zack. Und zack. Ich habe übrigens jetzt zwischen der Folge, war ich nochmal kurz auf der Imperialen Flotte, habe dort Salek neues Färbemodul ausgegeben und mir auch was. Und zwar ein paar Armierungen für mein Lichtschwert, denn ich habe jetzt ein neues. Ist zwar ja nur von den Werten her besser, also macht nicht mehr Schaden oder so. Dafür gibt es mir mehr Willenskraft, denn es ist das Schwert von Kallik. Zeige ich euch gleich mal. Moment. Nein! Boah, der ist echt hartnäckig. Was ist das für ein Typ? So, mal hier noch ein paar Schockteile geben. Jawohl. Den hier. Entladung. Nein, das schaffen wir. Xalek, enttäuscht du mich nicht. Nein. Jawohl, geschafft. Wow, das war knapp. Und zwar trage ich jetzt Kaleks Antlitz und sein Lichtschwert. Ich habe einfach nur die, das hatte ich die ganze Zeit im Inventar. Und ich dachte mir jetzt, das ist ja irgendwie schon so, dass wir diese Sachen tragen würden, wenn wir wirklich Kaleks Erbe sind. Sind wir natürlich jetzt hier als Vaidunos. Und deswegen dachte ich mir, komm, gibt es einfach mal ein paar geile Armierungen drauf. Ich glaube, die Armierung vom Kaleks Antlitz kann ich noch ein bisschen verbessern. Oder ein besseres nehmen. Aber sonst habe ich echt, echt gute Sachen hier. Ziemlich geil, viel Ausdauer auch. Obwohl ich ja nur Willenskraft brauche, aber ja, das liegt halt an dem Farbkristall. Egal, trotzdem echt geil. Und, oh, wartet mal, ich wollte vielleicht mal in einem Gespräch das Kaleks Antlitz tragen. Zack. Eure Hilfe hat uns sehr geholfen, aber ich weiß trotzdem nicht, wie lange wir die Stellung hier noch halten können. Wir verlieren unsere Soldaten so schnell wie neue Nachkommen. Aber wenn ihr die Besten des Imperiums braucht, sind wir für euch da. Ich danke. Nee, das wurde auch Zeit. Gut. Ich kann mir nämlich keine Ablenkung mehr leisten. Euer Wunsch ist Ihnen Befehl, mein Sith Lord. Wenn ihr in Thanatons Basis seid, sendet mir ein Signal und ich erteile meinen Leuten den Befehl zum Angriff. Alles klar, cool. Okay, es hört sich total scheiße an, wenn diese... und es sieht auch scheiße aus, wenn er dann spricht. Ja, okay. Cool. Jetzt haben wir einfach so nur ein Walkie-Talkie bekommen und dann sagen wir, wenn wir drinnen sind, ja, helft uns und dann helfen die uns. Geil. Mega. Wo ist denn diese Machtbasis? Ein schwerer Schlag, ist das das? Ich weiß es nicht. Moment mal. Klasse, ein schwerer Schlag. Doch, das ist die Quest. Okay. Nee, okidoki, würde ich sogar sagen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich werde hier schneiden. Ich werde dann mit euch die Planetenquest abgeben, sofern ich die dann zwischen der Folge hier beendet habe. Und wir werden dann daraufhin auf zum Industriemuseum gehen, wo wir endlich Darth Thanaton gegenüberstehen werden in seiner Machtbasis und ihn dort zerreißen werden, hoffentlich. Ich wette, er flüchtet wieder. Der alte Sack hat doch sicher Angst vor mir, vor dem jungen, sexy Sith. Ja, dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, drückt auf Gefällt mir unter dem Video. Und bis zur nächsten Folge, möge die dunkle Seite euch führen. Bis dann, ciao.